Wie immer gut besetzt, auch ohne Matthäus. Sein Kommentar zur Halbzeit. Ich glaube, dass wir bisher hervorragend spielen und auch das 4:1 Halbzeitergebnis geht bisher in Ordnung, obwohl dass ich ein bisschen von den Uerdingen enttäuscht bin. Aber so mit unserem Spiel kann man sehr zufrieden sein. Das war auch sicherlich die Ansicht der 13.000 Zuschauer, obwohl sich die Bayern im zweiten Abschnitt gastfreundlich zeigten. Eine 90 Minuten lang konzentrierte Elf des deutschen Meisters hätte hier ein zweistelliges Ergebnis erreicht. Chancen dazu gab es genug. In der 80. Minute der letzte Treffer dieses stürmischen Nachmittags. Ludwig Kögel, die Funkelbrüder behindern sich gegenseitig und Dieter Hoeneß in seinem zweiten Tor zum 5:1 Endstand. Es waren unterhaltsame 1,5 Stunden im Olympiastadion.